Hallo zusammen, Skatinsel Rocket im Monatsmission vom Montagabend, der zweite von drei Akten, erneut über 12 Spiele. Und dann schauen wir direkt rein, ob es mir ein wenig besser ergeht. Aber natürlich bin ich noch etwas am Brodeln, ich bin noch angefressen von diesen ersten 12 Spielen, wo ich zwei schöne Spiele verloren habe und wo ich ein bisschen mit mir gehadert habe und möglicherweise zu Unrecht oder ein wenig zu streng zu mir war, denn in der nachträglichen Analyse so dusselig waren die Entscheidungen gar nicht, die Karte saß dann halt sehr giftig und dann ist es beim Skat eben manchmal so, da kann man sich leicht blamieren, ohne dass man jetzt allzu viel auch mal verkehrt gemacht hat. Also im Nachgang würde ich sagen, habe ich mir das vielleicht ein wenig zu sehr zu Herzen genommen, aber sei es mal drum, schwamm jetzt drüber, wir gucken uns diese Serie an. Hinterhand spielt Kreuz, ich öffne auf den langen Weg die kurze Farbe, mit der Herz-Dame, also das Bild, auch weil ich die 10 nicht habe, das hat schon mal hingehauen. Ass gefunden bei meinem Partner, 14 Augen, und die blanke Herz-Lusche getroffen, also so weit, so gut. Und dann traue ich natürlich meinem Partner hier den Pik-Buben zu, das klappt auch, wir kommen auf 28, gut in die Partie gestartet mit der Herzeröffnung. So, und das ist jetzt ein bisschen zu wenig, um da überzustechen. Da sollte mein höchster Trumpf noch ein bisschen mehr bewegen. So, Spieler 1 zieht ohne groß zu überlegen wieder Trumpf. Ja, es wird doch wohl ein Sechstrümpfer sein, vermute ich mal, ne? Das wird sich jetzt gleich zeigen. Und ja, Karo Ass fliegt. Interessant, damit kommen wir auf 41 Augen. Der Spieler hat nur noch einen Trumpf, also vermutlich hat er doch einen Drilling dabei. Das ist immer so ein bisschen die Arbeitshypothese. Pik Ass zu dritt etwa. Und ich bin jetzt hier am Überlegen, soll ich den Karo König spielen? Da sollte dann mein Partner eher tauchen. Oder doch die Lusche. Und ich denke, ich sollte wohl besser die Lusche spielen, um meinen Partner mit der 10 idealerweise ranzubringen. Und dann kann der Alleinspieler nur noch einen Stich machen. Also einmal einstechen und dann nur noch das Pik Ass machen. Und das tut er nicht, er wirft hier ab auf, ja, jetzt haben wir glaube ich 51, jetzt muss bitte Pik kommen, nicht nochmal Karo hinterher, perfekt getroffen von meinem Partner, Pik hinterher, und damit ist die Geschichte erledigt. Ja, und der Alleinspieler hat sich einen Tick hier von den Füßen gespielt, 6 Trümpfer, Ass zu dritt, blanke Lusche, Trumpf stand 3-2, Pik stand vor allen Dingen 2-2, das heißt, wenn er hier den letzten Trumpf nicht rausspielt, sondern dann sich die eine Pik-Lusche etabliert, indem er Pik entweder von oben und dann von unten spielt oder direkt einmal unterdurch, dann hätte er das Spiel gewinnen können. Also das, denke ich, ist an sich eher ein Standardzug. Gut, er hat vielleicht auf dem Pik vollen dann vor ihm spekuliert, dass er die 10 noch sich greifen kann, aber das ist dann eben ein wenig gewagt. Ja gut, und wenn er die Karo 10 verhaftet, dann wird er aber mit dem Pik Ass alleine auch noch nicht ganz hinkommen. So, zweites Spiel. Ich habe wieder nur einen Trumpf dagegen. Pik wird gespielt. Ich öffne jetzt hier erstmal Herz Lusche. Wir haben 13 Augen. Will mein Partner was freispielen? Wunderbar. Hab noch einige Volle hier in der Hand. Denke mal, dass mein Partner noch zwei Trumpfstiche macht. Ja, 13, 23, 34. So, und da kommt direkt der Kreuzbube. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden. Karo 10 oder Kreuz 10. Welchen Vollen wollen wir legen? Kreuz 10 sieht erstmal so ein Tick natürlicher aus, weil ich den Kreuz König noch in der Hand habe. Bei Karo macht man sich so richtig nackig. Ja, und dann kommt Herz 10 und in dem Moment denke ich, verdammt, wieder den falschen Vollen gegriffen. Ich meine, wenn er den jetzt bedienen muss, dann ist er wohl ohnehin platt. Aber da das nicht der Fall ist, wird er jetzt vermutlich den Kreuz-Drilling haben. So ist es auch. Und dann war die Kreuz 10 verkehrt. Karo 10 wäre besser gewesen. Ich habe natürlich gegen andere Verteilungen korrekt gewimmelt, etwa wenn der Alleinspieler Herz Ass 10 König hat und nur eine blanke Lusche in Kreuz oder in Karo, dann halte ich mir da die Option offen. Dann kann auch eben mal es wichtig sein, die Karo 10 noch oben zu haben. Aber das passte so ein bisschen zu, ja, meinem Gefühl an dem Abend, dass ich dann auch so eine Entscheidung hier einfach falsch treffe, vielleicht auch einen Tick auf die etwas schlechtere Wette gespielt habe. Also irgendwie so ein bisschen ist der Wurm hier drin. Da hätte ich gleich die nächsten 40 Punkte an sich gerne einkassiert, aber das ging dann wohl auf meine Kappe. Nun haben wir ein Kreuz von Spieler 1. Zwei Trumpf, natürlich lasse ich den ersten erstmal laufen. Mittelhand ist ja für den Alleinspieler deutlich unangenehmer. Jetzt muss ich rauf, ja, und von meinem Partner fällt da schon Herz Bube, ein Stück weit ernüchternd, dann kann der jetzt auch nur noch den Pik Buben haben. Ich vermute nicht mal, dass wir jetzt hier noch eine Chance haben mit dem Herz Ass, aber das da reinzuwimmeln bringt uns auch nicht
in Richtung Sieg und der Schneider wird davon auch nicht unbedingt beeinflusst. Also habe ich das jetzt erst nochmal gespart für einen möglichen Stich und dann sind wir gerade so rausgekommen. So, das ist ja mal so ein Ansatz, ne, für Herz oder 0, 0 sogar vielleicht am ehesten, aber nichts zu machen. Im Moment läuft das Geschehen hier an mir vorbei. Kreuz, das ist natürlich interessant, da habe ich viel dagegen, eine Farbe frei, den möchte ich doch jetzt dann wenigstens umbiegen. Spieler 3 könnte ja auch mal dran sein. So, am Pik Buben zu erkennen, es sind wieder 6 Trümpfe beim Alleinspieler. Na, ich schaue es mir hier gerade nochmal an, Herz Ass hat er rausgenommen, 6 Trumpfe beim Alleinspieler und Herz Ass. Ich lege die Trumpflusche, obwohl ich damit natürlich potenziell einen Trumpfstich verliere, andererseits zwinge ich den Alleinspieler damit, wenn er diesen Trumpfstich machen will, mir die 10 anzubieten. Und jetzt kommt Pik Lusche und das ist natürlich Mist, aus meiner Sicht. Die kann ich schwer gut behandeln, also Stechen verbietet sich hier ins Leere zu hacken mit den 4 Trümpfen. Da muss ich dann wohl jetzt die Karo Lusche fallen lassen und mal gucken, was mein Partner sich dabei gedacht hat. Ja, und das sieht nicht gut aus, nicht glücklich getroffen. Alleinspieler kann schnippeln, also Herz Ass hatte er dabei und jetzt vermutlich noch das Pik Ass zu dritt. Denn wenn er die Pik 10 zu dritt hätte, hätte er sie wohl auch in der Hand und würde raufnehmen, raufgehen. Also ich vermute schon das Pik Ass auch beim Alleinspieler. Ja, und dann hat er hier eben auch noch diesen Tempogewinn, kommt damit ans Spiel. So, Karo Ass ist bei meinem Partner. Jetzt kläre ich hier natürlich auch die Karte weiter mit Karo Lusche. Das Problem ist, wir haben eben noch gar nicht so besonders viel Augen. Wir hatten 2 Augen im ersten Trumpfstich, jetzt eben diese 15 Augen, das heißt, wir stehen erst auf 17 Augen. Ja, und der Alleinspieler hat natürlich so lange überlegt, ob er jetzt einen Trumpf voll nehmen soll und oder ob er den kleinstechen soll und jetzt mit dem Trumpf vollen fortsetzen, und so hat er sich entschieden. Ich denke auch korrekt. Mein Partner interpretiert das an der Stelle auch richtig. Wir kommen allerdings jetzt erst 17 plus 22 auf 39 und das ist ein Stück weit knapp natürlich, ärgerlich, denn jetzt langt uns Pik 10 und Herz 10 alleine nicht. Wir müssen jetzt schon noch die Pik Dame mitbekommen, also ich muss jetzt darauf hoffen, dass der Alleinspieler auf Pik Ass, König, Dame und dem Herz Ass ursprünglich saß, dass er eben noch das Pikbild in der Abgabe hat. Trotzdem muss ich jetzt hier Trumpf zurückspielen. Wenn ich einfach in Herz greife, dann verliere ich noch die Herz 10, weil der Alleinspieler auf Herz König oder Lusche einfach Pik abschmeißen könnte oder die Herz 10 natürlich stechen könnte. Ja, und ich denke mal nicht, die Chance ist schon größer, dass mein Partner diese Pik Dame noch hat. Da kann man sich dann nur fragen, warum hat er denn jetzt aus der Pik 10 da aufgeschlagen, wenn er in Karo, guck mal, Ass 10, König, Dame, Lusche hatte er 5 mal Karo. Also ich denke mal, ja, und da ist die Pik Dame. Dann kommen wir nicht hin, dann kommen wir nur auf 59. Ah, mit 61 gewinnt der Spieler und das passt natürlich irgendwie zu meiner Stimmung hier. Ja, ich glaube, den hat Spieler 1 nicht gut getroffen, wo er 5 mal Karo hat, Ass, 10, König, Dame, Lusche, gedrückt war Herz, Dame und ein Pik, da hätte er natürlich statt Pik Lusche mal besser sowas wie Karo, König oder Dame gespielt. Das hätte dem Alleinspieler keine Chance gegeben. Fünftes Spiel, ich muss was tun, ich habe ein bisschen was, ein halber Null, ein halber Kreuz, aber es ist nicht ranzukommen und das wird mir dann auch wieder zu gefährlich hier, seien wir ehrlich. 2 halbe Spiele machen, noch nicht ansatzweise ein ganzes. Das wäre schon eine Herausforderung, hier wirklich zu einem richtig guten Spiel zu finden und deswegen mehr als 23 ist er einfach nicht wert. Den 0 muss ich mir zumindest auch noch mal offen halten. Jetzt noch so ein Kreuz ohne 4 dahinterher zu legen, das wäre endgültig der Genickschuss. So, Spieler 1 spielt Grang. Was hat das zu bedeuten? Wie ist der aufgebaut? Und vor allen Dingen, warum geht das Spiel nicht los? Ja, da geht es los. Mein Partner hat noch eine kleine schöpferische Pause eingelegt. Ja, und auch für mich jetzt gar nicht so einfach, jetzt eine richtig gute Fortsetzung auch im Siegsinne zu finden. Ne? Muss ich da schon irgendeine 10 rausknistern?
auch verwegen, ja, beim Gang in Mittelhand. Ich habe mich jetzt hier für die Kreuz 10 entschieden. So, und so dumm war die gar nicht. Abwurf Herz Lusche, wobei dann natürlich gleich der Eindruck entsteht, gut, der Alleinspieler hat ein Spiel, was er unter Kontrolle hat, der kann hier 14 Augen verweigern, dann wird er wahrscheinlich 4 Buben und noch irgendwie Ass zu dritt oder Ass zu viert sowas haben, also ich bin gut beraten, jetzt nicht irgendwie eine 10 rauszuhauen, das könnte schnell die falsche sein. So war es auch, der Alleinspieler hatte nur noch in Karo jetzt einen potenziellen Abgabestich und gewinnt hier Grang mit 4. Ja, 170 für Spieler 1, obwohl der ein Nasses am Anfang eingestreut hat, 210 für Spieler 3, und ich hänge so ein bisschen hier. Na, jetzt ist Spiel 6 dieses zweiten Drittels, also insgesamt aus der Gesamtdistanz läuft schon das 18. Spiel. 300 hatte ich in den ersten 12 Spielen mitgebracht, jetzt hier nochmal 40 liegen, also 290 plus die 40, ja, dann stehe ich zur Hälfte auf schlappen 330 Punkten, also das ist absolut noch kein schönes Ergebnis, das reicht hinten und vorne nicht, muss ja versuchen, so Richtung 1200 aufwärts zu spielen. Jetzt kommt hier ein dichter Nullouvert, den können wir wenigstens einmal schnell beenden, und ja, das heißt, langsam muss ich dann auch das Risiko hochfahren und muss natürlich vor allen Dingen auch trotz alledem geduldig warten, dass ein bisschen was kommt, denn mit solchen Blättern hier das Risiko hochfahren, das kannst du natürlich auch vergessen. Klar, jetzt kann man sagen, 0 hätte man ja noch machen können, hätte man testen können. Ja, aber ich bin auch so 0 mit 5 Faulen, selbst wenn da jetzt eine oder zwei gute drin liegen, es müsste schon fast eine Herz oder Kreuz 7 sein, und damit gehe ich dann also doch nicht auf die Jagd, vor allen Dingen ist es ja nicht die Chance, riesig überhaupt dann ranzukommen. So, für den Peak habe ich jetzt hier das Aufspiel auch nicht besonders pralle getroffen, Herz, Ass zu viert beim Alleinspieler, mein Partner knackt da direkt rein, warum tut er das? Ja, wahrscheinlich, weil das Spiel mit 3 ist, trotzdem habe ich es hier mit der Karo 10 versucht, denn wenn das Spiel mit 3 ist und er neben den 6 Trumpf noch 4 Herz dabei hat, dann kann ich ja die Karo 10 sowieso nicht unterbringen. Jetzt kommt hier nochmal der kleine Test unserer Aufmerksamkeit, also da bin ich auch nicht alleine mal mit solchen kleinen Tricks, einmal von unten, aber natürlich gehe ich rauf, denn das ist auch das Gute, wenn man selber manchmal solche Züge spielt, dann ahnt man auch, dass die anderen sowas drauf haben könnten. So, und da hat es gedauert bis Spiel 8, bis ich hier mal einen Ansatz bekomme, den ich jetzt auch kriege. Kreuz 10 ist eine gewünschte Verstärkung, ja, und damit wäre es natürlich ein ziemlich solides Herzspiel, aber das kann ich mir, denke ich, in der Situation schon gar nicht mehr leisten, da muss ich ein wenig aufmachen, also hier auch ein wenig ins Risiko gehen, den Grang will ich machen bei 18, ist ja auch ein schönes Spiel übrigens, die Frage ist jetzt nur, drücke ich Pik Lusche mit der Karo 10 oder drücke ich den Herz König mit weg? Ich habe den König mit weggedrückt, denn das bedeutet, in dem Moment, wo ich einen Vollen bekomme, bin ich, und keinen Abstich in Kreuz, bin ich Sieger, dann habe ich die 4 Vollen und nur 4 Luschen in der Abgabe. Klar, kann natürlich trotzdem jetzt auf Herz oder Pik auch mal 5 Volle fallen, wenn das direkt rauskommt, wäre das nicht untypisch. Ah, da kommt Karo, und das ist erfreulich, damit ist das Spiel im Aufschlagstich gewonnen, und das, denke ich, zeigt doch, dass meine Drückungsidee hier auch ihren Sinn hatte. Jetzt kann man es hier schon wieder sehen. Warum habe ich Dödel eigentlich nicht Herz-König noch oben? Ne? Obwohl ich Karo gestochen habe, nehme die gleich Herz 21 raus, und Herz-König hätte jetzt auch noch den Stich gemacht, Herz 9 hätte noch den Stich gemacht, aber letztlich ist das alles egal, denn Schneider war so oder so nicht zu spielen. Pik Lusche hätte ich immer noch behalten müssen. Und gewonnen ist das Spiel auch so. Also, da ist meine erste Hausnummer auf 162 Punkte. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding mit einem ganz schlechten Nullansatz noch ergänzen können. Nein, können wir nicht. Das wird gehalten, und damit bin ich erstmal wieder raus. Zwanziger Reizung, ja, von meinem Partner, aber macht das viel Hoffnung? Mit dem Blatt eigentlich nicht. Ne? Jetzt wird Kreuz gespielt, 2 schlappe Trümpfe, 2 bestellte Zehner, unwahrscheinlich, dass da was für uns geht.
Alleinspiel zieht von oben, Alleinspiel zieht von unten, also Pik Bube sicher bei meinem Partner. Geschmiert von mir. Gut, aber das Schöne in diesem Spiel, ich kann auch kaum viel falsch machen, ne? In dem Spiel muss mein Partner sowieso alles richten. Die Pik 10 kann nicht verkehrt gewesen sein. Und jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht, was passiert, ob wir irgendeine Chance haben. Wie gesagt, ich glaube, ich fürchte eher nicht. Jetzt hier nochmal eine interessante Frage. Sollte ich den möglichen Pik-König-Stich im Blatt halten? Nee, denke ich nicht, dass das realistisch ist, dass der Alleinspieler da in dem in der Pik-Dame zu dritt oder sowas sitzt. Dann hätte mein Partner vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Pik-Ass zuerst gezogen. Nein, interessant hier, guckt euch das mal an. Mein Partner mit 4 Trumpf hat zuallererst, also im zweiten Stich, kaum dass er dran war, erstmal den blanken Karo-König gespielt, obwohl er ja offensichtlich Herz-Ass und Pik-Ass hat. Also das nenne ich jetzt mal ungewöhnlich. Ja, nicht unbedingt allzu pfiffig. Das musste ja letztlich fast zwangsläufig die starke Farbe des Spielers sein. Ich glaube nicht mal, dass es jetzt hier uns den Sieg gekostet hat. 3 Augen mehr hätte er auf jeden Fall mitnehmen können, wenn er jetzt nicht die Karo 10 mit der Lusche sticht, sondern noch wartet auf Trumpf Dame mit meiner Herz 10. Aber das wären auch nur 58 für uns gewesen. War dann eben glücklich auch, dass es gerade der blanke Karo König bei meinem... Nö, auch nicht. Tat auch nichts zur Sache. Also wahrscheinlich in Vorhand doch ein Tick zu stark, das Spiel. So, jetzt komme ich wieder. Und da ist der Pik Bube. Endlich mal. Endlich geht es los. Ich habe 3 Damen, aber es gibt auch gute Nachrichten. 3 Asse und 3 obere Buben sind auch dabei. Zusätzlich noch Vorhand. Also auch der Gang muss wieder losgehen. Wieder nur die Frage, wie drücken wir ihn? Ja, 6 Augen, auch klar. Frage war an sich, ist die Kreuzdame dabei? Oder es ist die Pik-Dame. Ich habe mich jetzt entschlossen, die Pik-Dame mitzulegen, Kreuz-Dame zu halten. Der erste Stich deutet allerdings schon wieder so ein bisschen an, dass Kreuz zu dritt sitzt. Deswegen ist es kein Grund, jetzt in Panik zu verfallen. Der König war ja schon eine kleine Hilfe. Ziehe ich aber erst meine beiden Asse und gehe jetzt mal mit Kreuz 9 vom Stich. So ist es auch. Der sitzt zu dritt dagegen, aber hier schnapp ich schon die Herz 10 und das sollte dann jetzt schon der Sieg sein. Jetzt ist es so ein bisschen Kosmetik, Geschmackssache. Ich versuche jetzt Spieler 3 links anzuspielen. Das klappt auch, denn damit habe ich jetzt noch eine Chance, mir die Kreuz 10 zu holen. Ja gut, das sieht Spieler 1 auch und dann haut er da die Karo 10 rein. Okay, dann ist es egal, dann können wir auch die den vollen mitnehmen. 16 Augen langt dann natürlich auch. Spieler 1 hat dann den nächsten Stich. Gut, und damit stehe ich dann immerhin bei 300 Punkten und noch 2 Spiele. Also nicht viel gespielt, aber dann die teuren wenigstens. Es gibt aber hier keine Anschlusskarte. Spieler 1 macht wieder ein Grang los. Bauern hüpfen. Guck ich mal, kann ich da irgendwas freispielen? Kreuz sitzt auch artig. Nee, ist mir nicht vergönnt gewesen. Vielleicht wären wir rausgekommen, wenn ich direkt Pik Ass ziehe, so wie es jetzt sitzt. Aber so war es nicht der Fall. Ach, Spieler 3 hat gespielt diesmal. So, da haben wir jetzt noch mal eine Chance. Letzte Chance und 5 volle Pik Bube. Keine 7, keine 8. Also 0 halte ich. Ah, da kommen 24, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist schwer, die zu halten. Das Spiel ist natürlich so noch nicht stabil genug. Ich meine, 0 will man sich da auf keinen Fall mit anschauen, aber es kann natürlich auch sein, dass Hinterhand 3 Buben hat, ein Kreuz gereizt hat, 0 Werk, können wir auch schwer kontern. Kann sogar sein, potenziell, dass Hinterhand ein Grang reizt, ne? 5 mal Karo, 3 Buben oder 5 mal Kreuz oder Herz, sowas in der Art, alles ist möglich. Nee, er hat aber dann doch den Null-Ouvert und der ist ohne Knochen. Da muss ich mir also hier meine 5 vollen und einen Buben noch durch den Null-Ouvert abmelden lassen. Kommen wir aus der Liste raus, 400 Spieler 1, 5 zu 1 gespielt, 400 Spieler 3, 4 zu 0.
Ich mit 2:0, 300, ja, ein bisschen besser als in der ersten Serie, aber nicht viel besser. Macht gesamt nach zwei Drittel der Distanz noch nicht mal ganz 600 Punkte. Also ein schwerer Abend, ein schwerer Gang für mich. Trotzdem bleibt mir gewogen und schaut demnächst, was im letzten Drittel noch passiert ist. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.